Szenen wie aus einem Gangsterfilm. An aneinander geknoteten Bettlaken sind zwei Schwerverbrecher aus einem Gefängnis in Oklahoma in den USA ausgebrochen. Früh am Morgen zerbrachen sie ihr Zellenfenster im 12. Stock und machten sich auf den Weg nach unten. Auf Höhe des 4. Stocks verlor einer der Gefangenen den Halt und brach sich das Bein. Er wurde sofort wieder eingesperrt. Der andere, er sitzt unter anderem wegen Mordverdachts, konnte erst mal fliehen und wurde Stunden später wieder gefasst.